Ja, ist das ein Heimschermeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Murnau und in Hamburg und diesmal hier Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und Thema heute ist ein Hoch auf die Verliebtheit. Stay tuned. Ja, nochmal meine Kurse rund um alle möglichen Beziehungsthemen, Verlustangst, Bindungsangst, Selbstliebe, Liebeskummer findest du auf liebeschipp.de. Und ja, Nummer zu dem Video, heute mal keine E-Mail. Also ich rede ja ganz über toxische Beziehungen und ich weiß nicht was, toxische Verliebtheit. Trotzdem wollte ich mal heute mal einen anderen Schlag mal nehmen und mal sagen, dass die Verliebtheit eigentlich ein wunderbarer Prozess ist. Ne? Man sagt zwar immer, klar, Liebe macht blind und gerade in dieser Verliebtheit, in diesen toxischen Beziehungen, übersieht man natürlich vielleicht einiges. Ich wollte aber trotzdem mal eine Lanze brechen für die Verliebtheit. Also viele kritisieren die ja so, ich tue das eigentlich nicht. Also wenn man jetzt mal von dieser körperlichen Ebene mal weggeht, dass da irgendwelche Hormone, bla bla bla, klar, die gibt es auch. Finde ich, dass man Verliebtheit so sehen kann, ja, dass man sein Objekt der Begierde, also quasi mit den Augen des Universums anguckt, sozusagen. Ne? Also man sieht diesen Menschen, ja, also so liebevoll, wie es irgendwie nur geht. Und ja, nimmt auch nur das Beste an. Und, wie soll ich mal sagen, sieht auch sozusagen die optimale Variante dieses Menschen. Und das ist eigentlich total geil. Also es ist nicht nur diese Bestätigung, die man kommt, sondern es ist auch dieses so gesehen werden, was so schön ist irgendwie. Ne? Und auch jemand anders so zu sehen, ohne Zweifel, ohne Ambivalenzen. Und eigentlich, also ich meine, da sind wir vielleicht noch tausende von Jahren von entfernt, weiß ich nicht, aber eigentlich sollte es immer so sein. Ne? Eigentlich sollten wir immer uns auf das Positive fokussieren. Ja, natürlich gibt es in der Verliebtheit auch noch nicht so diese Bindungsangst, Verlust, also gibt es auch, aber es hat sich noch nicht so richtig ausbalanciert. Ne? Das muss man natürlich erstmal heilen in sich, so diese ganzen Themen. Aber eigentlich, ja, sollte es viel öfter diese Phasen geben in der Beziehung, ja, wo man sich verliebt fühlt, einfach weil man sich gegenseitig hochpusht, ne? Immer wieder so die positiven Seiten am anderen sieht, diese betont und alles, was wir fokussieren, wird ja größer, sich mehr darum kümmert. Das schöne Gefühle führen wieder zu schönere Gedanken führen zu schöneren Umständen wieder im Leben, die führen wiederum zu schöneren Gefühlen. Also eigentlich sollte das viel mehr sein, aber wird dann eben, wenn man sich dann im Laufe einer Beziehung typischerweise immer mehr auf die Fehler des anderen fokussiert und was nicht so gut ist und das auch in Gesprächen viel mehr vertieft oder auch in jahrelangen Paartherapien immer wieder in den Problemen rumdoktert, anstatt sich einfach mal ordentlich zu daten weiter und einfach die Zeit zu genießen. Wollte das einen viel größeren Raum sein. Ne? Und ich denke, in der Verliebtheit sehen wir das, was eigentlich möglich ist, wenn wir unsere Wunden geheilt haben. Kurzes Video in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Minus eins.